Radio in. Sommersonne stand und ganz viel Wasser gibt es aber in diesen verregneten Tagen dann auch am Wonnemar in Ingolstadt. Da gibt es nämlich die erste Wonnemar Open Air Party im Beach Club an der südlichen Ringstraße. Das Motto: Die erste Ingolstadt liebt Facebook Party. Organisator Daniel Milegi hat uns erklärt, wie die Idee auf der Internetplattform Facebook entstanden ist. Wir haben einfach gaudi halber erst einmal vor 3-4 Monaten haben wir eine Gruppe gegründet. Die hieß eben Ingolstadt liebt Facebook. Und innerhalb von 2-3 Tagen hatten wir über 300 Mitglieder, die sich in der Gruppe eingetragen haben. Und daraus hat sich dann eben das Event kristallisiert. Wir haben geschaut gehabt, wie alt sind die Leute, die bei Facebook unterwegs sind, und haben festgestellt, dass die so die meisten zwischen 25 und 40 sind, und haben daraufhin ein Konzept erstellt, was auf diese Zielgruppe zugeschnitten ist. Neben Strandfeeling pur mit Sand und Palmen gibt es natürlich sommerliche Getränke, und die sportlichen Gäste können sich beim Jesuitenquelle Beachvolleyball Cup austoben. Mit Musik gibt es auch noch was. Stehen 3 Bands auf der Bühne. Da gibt es dann Funk, Soul und Rock zu hören. Der Eintritt kostet 10 €. Und Facebook-Mitglieder, also wenn sie dort angemeldet sind, die zahlen die Hälfte. Es ist ganz einfach. Wer sich bei uns eingetragen hat, also auf facebook.de, sucht mal unter Ingolstadt liebt Facebook Party, der kommt dann dort auf die Gruppe und er meldet sich dort an, dass er kommt. Er kriegt dann von mir automatisch eine Nachricht geschickt, die druckt er aus und nimmt sie mit. Die erste Ingolstadt liebt Facebook Party im Wonnemar beginnt am Samstag um 14 Uhr und dauert bis tief in die Nacht. Informationen eben unter Facebook. Und wenn Sie schon mal bei Facebook drin sind, dann können Sie gleich auch auf unsere Radio In Seite gehen, klicken einfach oben auf Gefällt mir, und dann bekommen Sie immer aktuelle Nachrichten von unseren Moderatoren geschickt.